So, 10 Minuten haben wir heute Zeit für ein kurzes Review der Campingbox im Mercedes EQT, wie er hier steht, oder auch für die T-Klasse. Denn wenn man nicht den hier will, das heißt die Langversion mit als fest integrierter Microcamper, gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze ganz flexibel zu halten. Und wir zeigen das vor allem deshalb, da wir neulich gezeigt haben, ID. Buzz von Volkswagen mit Kuckuck Campingbox. Das hier ist die schickere, luxuriösere Variante, ausgebaut von Brabus, die stellen das her. Und man wird dieses Konzept hier im Konfigurator eigentlich komplett so kaufen können. Deswegen gehen wir einmal kurz außen rum. Das ist, wie gesagt, EQT bzw. T-Klasse in dem kurzen normalen Radstand, und interessant wird es hier hinten, denn ich versuche mal in aller Kürze die Box zu erklären. Also schick ist das Ganze schon, wir haben hier erstmal einen Mercedes-Stern drauf prangend und dann funktioniert der Rest per Push to Open. Einmal gedrückt, dann ziehen wir hier zum Beispiel das Spülbecken. Hier eine sehr schlaue Geschichte, muss ich echt sagen, denn schick und wie bei unserem Hundenapf das Ganze aufklappbar. Das heißt, hier einmal aus einer Silikon-Kunststoffmischung habe ich hier mein Spülbecken, kann ich auch entnehmen, als das anderes verwenden. Und das hier ist hier sogar in dieses Holz reingefräst. Sehr cool, würde dann sogar hier festzuhalten. Schöne Geschichte. Hier müssten wir den Wassertank sehen. Entsprechend mit Pumpe kann ich das Ganze verwenden. Hier habe ich noch Platz. Und wenn du mal von der anderen Seite schaust, dann sehen wir auch noch mal Platz für Flaschen, zum Beispiel Wasserflaschen hier oder eine Ablage für anderes Zeug. Ich sehe gerade, dass das Ganze jetzt nicht arretiert, wie bei Kuckuck übrigens. Das sollte man vielleicht noch ändern. Vielleicht übersehe ich aber auch, wie das Ganze funktioniert. Wenn man am Hang steht, würde das dann wieder reinfahren. Also, Mini-Spülbecken wieder zusammenklappen. Dass wir hier kein Warmwasser haben, ist, glaube ich, logisch. Wir sind hier echt in einem etwas kleineren Segment. Wieder reinfahren und dann einmal Push und das Ganze bleibt. Öffnen wir das nächste Fach. Ich habe es mir vorhin schon mal kurz angeschaut, weiß aber schon gar nicht mehr alles. Genau, das war die Kühlbox. Die soll auch ordentlich kühlen, denn sie hat einen Kompressor, also eine echte Kompressor-Kühlbox. Können wir auch mal kurz reinschauen vielleicht? Mit Platz, jetzt nicht ganz so viel, aber taugt. Wo bekommt die in Strom her? Wir wollen ja hier quasi auf beide Konzepte aufbauen, das heißt voll elektrisch als auch Verbrenner. Und wir werden dann hier einen 12-Volt-Anschluss haben von dieser ganzen Box. Daher zieht sie in Strom. Die Box ist befestigt über 4 Verzurrösen, also sehr, sehr ähnlich Kuckuck. Und wir haben auch schon gefragt, wie ist das beim EQT? Auch der EQT hat wieder ID. Buzz California Light, so habe ich ihn genannt, noch keinen Camper-Mode. Das heißt, wenn ich jetzt hinliege, geht mir auch der Strom aus. Auch die Kühlbox kann nicht unbegrenzt Strom rausziehen, schon gar nicht beim Verbrenner, aber halt auch nicht bei der Akkuversion, denn es wird dann irgendwann abgeschaltet. Also Camping-Mode müssen wir drauf warten, auch hier. Hier ist nochmal eine kleine Ablage. Oh, die ist gar nicht klein. Das geht bis fast ganz durch. Okay, krass. Große Ablage machen wir auch wieder zu. Dann zeigen wir noch, was hier sein könnte. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Genau, der Gaskartuschenkocher, ziemlich groß, auch noch nicht additierend, ist jetzt nur einer, ein Zweier könnte man auch reinlegen, je nachdem, damit Wohnmobilzulassung muss man gucken, ob es das gibt, ob man das braucht. Fest verbaute Gasflasche haben wir natürlich nicht. Das hier oben bleibt zu, das ist eine Zierblende, hier haben wir aber noch einen Tisch versteckt, den hole ich jetzt gar nicht ganz raus, denn den zeigen wir gleich nochmal im Detail, wie man den drinnen aufbauen kann. Hier steht er übrigens schon mal genau aufgebaut mit den zwei Stühlen. Die Stühle finden Platz hinter der Rückbank und der Tisch ist auch eine interessante Konstruktion, denn das ist hier alles etwas schicker. Das heißt, wir haben hier einen massiven Tisch, der auf einem massiven Fuß steht und der kann auch genauso im Innenraum aufgebaut werden. Schauen wir uns vorher aber nochmal das Bett an. Hier geht das Dach nicht auf. Ich glaube, das ist klar. Das kommt auch nicht mehr in dem kurzen Radstand. 1,13 breit, ungefähr 2 Meter lang. Und weil wir es schon immer so gemacht haben bei allen Campern, lege ich mich gleich nochmal drauf. Die Konstruktion hier ist sehr ähnlich dem Caddy California, den wir schon oben rechts gezeigt haben, ausführlich. Auch hier alles sehr plan. Man sieht, es liegt hier auf der Rückbank, wenn sie umgeklappt ist. Und es liegt hier vorne auf in der interessanten Pressholzkonstruktion. Was man wahrscheinlich auch sieht, wir haben hier Tellerfedern, also auch Standard heute. Finde ich auch gut, so eine dicke Matratze. Scheint bequem zu sein. Ich springe jetzt einfach mal kurz rein. Habe ich jetzt aber noch nicht gemacht, deswegen muss ich einfach mal vorsichtig einsteigen. Die Höhe ist jetzt nicht riesengroß hoch. So, einfach reinsteigen. Der Plan ist, dass der Kopf dann quasi hier werde. Und mit 1,82 passe ich jetzt hier auch gut rein. Das ist also an sich kein Problem. Was wir halt hier haben, nicht ganz so toll, ist auch wie beim Caddy California das Problem, die Decke ist mir hier sehr nahe. Das heißt, wenn ich hier zu zweit schlafe, mehrere Nächte, wird schon etwas eng. Lüftungsgitter vorne, haben wir schon gezeigt, wird dann auch möglich sein. Ja, und hier oben, was noch ganz nett ist, wenn du es zeigen kannst, hier haben wir noch eine Ablage für jede Menge Zeug. Und hier komme ich auch leicht an die Lichter.
Was wir jetzt hier nicht haben, auf den ersten Blick sind LED-Spots hier. Das fände ich ganz schön. Auch hier ein bisschen mehr Elektronik. Wir haben hier dahinter diese normalen Lichter. Für einen richtigen Camper-Umbau ist nicht so geil. Ist aber auch nur eine Box. Das heißt, es ist hier kein vollwertiger Camper. Das hier ist nur für uns heute reingeklebt, nur fürs Filmen tatsächlich. Aber kommentiert gerne unten, wie ihr das Konzept hier bisher findet. Hier sehen wir jetzt dann nochmal den Tisch aufgebaut. Habe ich jetzt heute nicht selber gemacht, da wir echt nur 10 Minuten haben und das Video jetzt schon länger ist. Also hier könnte man zu zweit, zur Not zu dritt auch sitzen. Und das Nette ist hier eben die Konstruktion, wenn man mal schaut. Das heißt, der ist jetzt aufgeschraubt, also erst gesteckt, dann geschraubt. Dieses Teil hier ist fest hier dran tatsächlich. Und dass er stabil ist, und er ist auch stabil, werden die beiden Vordersitze, die eben ein bisschen nach vorne geneigt sind, dann so weit zurückgefahren, bis sie ihn stabilisieren. Eine echt schöne Sache und eben halt auch modular wirklich sehr, sehr gut gemacht. So viel in aller Kürze erstmal wirklich zu den Campingmodulen. Man kann das ganze Teil, es wiegt so ungefähr 78 Kilogramm, wohl auch gerade noch zu zweit ausbauen, eben diese Verzurösen lösen. Dann ist es eben ganz entnehmbar und es ist eben kein voll fest integrierter Camper. Was das Ganze kostet, kommt in Kürze erst raus. Motorsupport tippt 6.000 Euro ungefähr. Kommentiert gerne unten, was ihr davon haltet. Wir wissen tatsächlich noch gar keinen Preis und das ist eben für die kurze Version von EQT und T-Klasse verfügbar. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert, und wir freuen uns auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.